Wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und willkommen bei Max P Shop. Wir haben Samstag und ich habe tatsächlich noch bis locker 14 Uhr kinderfrei. Erst dann treffe ich mit meiner Frau. Ja, warum bin ich hier? Ich will noch ein bisschen was tüdeln. Was genau, weiß ich auch noch nicht, aber ich will eigentlich was Cooles machen. Ich habe so, weißt du, immer so meine Projekte immer im Kopf. So. Weil Motorradfahren und so wollte ich heute nicht. War so mein erster Gedanke. Ich fahre mit der Harley eine Runde und gucke, wie die läuft. Aber ich weiß jetzt schon, dass die Scheiße laufen wird, deswegen habe ich es mal gleich gelassen. Ich ahne es irgendwie, weißt du? Und anderweitig habe ich einen dicken Korb und Motorradfahren plus Kopfschmerzen, scheiß Kombi. Naja, hauptsächlich bin ich jetzt hier, weil es heute erst ein bisschen geschäftlich weitergeht. Ich habe einmal um 10 Uhr, also 5 Minuten, Kunden für Fiete. Ob die kommen, das weiß ich nicht. Das ist ein Termin, der wurde schon vor locker einem halben Jahr gemacht. Aber die wollen den ganzen Tag mit Fiete rausfahren, deswegen steht Fiete auch draußen bereit. Mal gucken, ob es klappt oder nicht klappt. Bei so einer langen Zeit, manchmal kann es auch nicht klappen. Meistens klappt es tatsächlich, wenn man nicht mehr damit rechnet. Aber ich bin gespannt. Wer da auch kommt, ist Kevin. Ihr kennt ja unseren Kevin, also Rolli Kevin, der halt hier sein Audi abholt. Der hat jetzt einen neuen TÜV. Der Anhänger ist ja auch noch hier alles. Dann kann er seine Kiste wieder mitnehmen. Nur eine kleine Überraschung noch für ihn tatsächlich. So eine ganz kleine. Die weiß er noch gar nicht. Die wisst ihr eigentlich auch noch nicht. Da ist hier Kalle, also Karl-Heinz Butke da, der Autoglaser aus Osnabrück da war. Und der hat ja hier, wie soll ich sagen, für mich was getüdelt. Also für hier mich die Frontscheibe von Kadett getauscht. Ja, und der hat mir auch den, wer dabei war, den Innenspiegel von Kevins Auto wieder reingeklebt. Ihr seht, das sieht jetzt nicht so aus, ne? Weil der Kleber nämlich nur hier, ist nur das Ding hier, der Halter hat das wieder angeklebt. Wir ziehen ihn mal gleich, wenn Kevin kommt, schieben wir ihm den Spiegel wieder rein. Und da ist der komplett voll, also wieder ganz voll dabei, weil ohne Mittelspiegel fahren geht, ne? Darf man auch irgendwie, aber ist scheiße. Ich bin Camaro schon seit Jahren, also wenn du keinen Mittelspiegel hast, dann hast du den Überblick nicht so richtig. Ich fahre voll bei einem K30 ab, und der K30 ist ja allgemein sehr, sehr übersichtlich, wenn den Scheiben rund um Scheiben hat und du kannst überall hingucken, deswegen juckt das nicht so mega, ne? Aber ist halt so ein Faktor, der halt schon längere Zeit ist. Auch bei Kevin und seine ganzen Leute, die ihm da helfen und seine ganzen hier, ist das Pfleger? Was das Pfleger oder sind das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, den wollte ich nicht zumuten, um das Spiegel zu fahren. Gut, ich mache mir jetzt einen Kaffee, ziehe mir jetzt 3-4 Kekse rein, weil ich habe nämlich heute nicht gefrühstückt, habe aber noch so hier so Kekse, so Babykekse hier rumfliegen, die sind offen, die müssen eh weg, ich schmeiße sie dort nicht weg und die 4 Stück sind mein Frühstück. Und dann planen wir uns mal, was wir heute machen. Ich hatte so ein bisschen Überlegung, ob wir unsere guckige Stalin-Orgel wieder zum Laufen kriegen. Weil wir nächste Woche im Museum, und wäre natürlich voll geil, das Ding zu starten. Ne? Wie gesagt, Montag ist Gordon ja wieder da. Oh, da steht das wieder nicht hier. Das ist gut zu wissen. Montag ist Gordon ja wieder da, dann geht es an den Polo weiter. An den hier, den Achsschimmel 9. Der muss auf jeden Fall noch einen Ölwechsel kriegen. Also, ist ja beauftragt. Und TÜV muss ich ja machen bei dem Auto. Was wir so alles nach und nach fertig haben, ne? Dass es ein bisschen Sinn macht. Bei dem würde ich ganz gerne loswerden. Und ich glaube, da ist ein bisschen Getriebeöl drauf. Ein bisschen wenig Getriebeöl. Ich bin gefahren und ich habe so ein bisschen Getriebegeräusche gehört. Und das schaltete gut und sowas. Aber es klingt so ein bisschen so, als wenn da nicht gerade viel drauf ist. Also sollten wir da auch nochmal nachgucken, weil der war ja auch nass, ne? Untenrum. Und nicht, dass er mega fett sein Öl leckert oder irgendwas in der Art. Das muss ja auch nicht sein. Aber es ist auch ein bisschen Arbeit ist drin. Aber ich habe ihn eigentlich ganz okay verkauft. So vom hier. Vom unterm Strich gerechnet, deswegen kann man da ein bisschen Arbeit reinstecken. Ist der Wagen allemal wert und der Kunde hat eine geile Karre. Mit der schon reiten kann, braucht keinen Sprit, fährt super, hat Schiebedach und den quietschigsten Fensterheber der Welt. Der aber funktioniert, tadellos. Gut, wir sehen uns gleich, wenn es euch jetzt groß erzählen jetzt hier, ne, bis was Phase ist. Ich will auch gerne das Motorrad mal so mal machen, das neue. Die Rixxer RS100 und sowas, ne? Weil diese kleinen Baustellen halt, ne? Guck mal, der ist ein fertiges Auto, da brauchst du nichts mehr ran machen. Mein Käfer, den würde ich auch gerne mal wieder beleben, der steht auch schon ziemlich lange hier in der Bude rum und oxidiert vor sich hin. Die Witwe ist jetzt absolut fahrbereit, da war nur TÜV mal im Projekt. Ja, das fährt ja auch alles. Und hier ist den Tacho rauszupulen, ist auch eine scheiße Idee. Also wird so ein bisschen, ich habe viel Arbeit, aber alles so größere Projekte, die ich jetzt nicht unbedingt anfangen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Und da muss ich jetzt gucken. Polo und neue Batterie, der Wagen ist auch ein fertiggestelltes Projekt, außer dass man einen neuen Zahnriemen vertragen könnte, obwohl der alte nicht porös aussieht, aber wisst ihr, wie das ist bei der alten Scheiße? Da gucken wir mal. Hauptsache, die kommen jetzt, weil ich habe um 10:30 einen Kunden für den Golf 3, der gestern, also der Neffe von dem, der gestern da war, und ich habe um hier 10 Uhr wieder für Fiete. Und 10 Uhr wieder für Fiete, die sind schon mal 3 Minuten zu spät. Das sieht schlecht aus, und die meisten sind mal 10 Minuten vorher da.
War ich übrigens auch zu meiner Verteidigung. Aber wir warten mal ab, wir gucken mal. Ich habe ein gutes Gefühl. Korb ist verkauft, wird Montag abgeholt. Angemeldet. Super, ne? So muss das sein. So. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was Kevin so anstellt. Na, Kevin! Ja. Der Bus war heute schnell, wa? So. Kevin dampft ab. Ist wieder mobil. Ja. Ist eben so ein Lenkrad eingreifen, da rechts weg, bumm. Die Container. Da links, Alter, voll gerein. Dann gibt's aber richtig Ärger. Läuft bei dem beiden, aber er ist glücklich. Er kann wieder fahren. Angriff auf den Gurkencamper. Ist doch schön. Voll geile Idee, was wir machen können. Ich habe tatsächlich eine Speedshop-Legende, die schon lange nicht mehr erweckt wurde. Und das ist echt ein Problem, weil die liefen mich nicht mehr. Irgendwas angefangen, dann lief es schlechter, immer schlechter lief es gar nicht mehr. Wovon rede ich? Ich rede von Blertmobil. Wer kennt das Ding? Das ist unsere Stalin-Orgel vom Sound her. Ne? Ich würde mal sagen, lass mal die Stalin-Orgel anreißen, weil ich glaube, Gordon hat in der Zeit, wo er hier war, die noch nie laufen gehört oder laufen gesehen. Den hier. Ne? Und allgemein so fürs Museum wäre schon sehr geil, wenn der mal wieder ballern würde. Weil das, glaube ich, ist ziemlich der wildeste Deutschlader Deutschlands. Nur keiner erkennt den, weil der halt einfach nur doof in der Ecke rumsteht und keiner, was mit dem Ding macht. Was meint ihr? Wollt ihr heute mal beigehen? Also ich hab Bock, ich will's feiern. Hat der Polo jetzt anspringt? Was meint ihr? Weil ich hab das Radio über Nacht leider angelassen. Neue Batterie eingebaut und ein Radio an. War ein bisschen sehr dämlich. Na, Harry? Na, mein Junge. Kommen wir jetzt den Museumsausbau mal angucken? Wolltest du gucken? Ja, komm, ich nehme meine Kamera auch mit. Da können wir mal zeigen, was du Neues gemacht hast. Ich bin gespannt, Mann. Ja, heute sind die pünktlich, muss um 14 Uhr nach Hause. Nee, vielleicht. Ich höre schon wieder nach Hause. Vielleicht. Ja, ja. Ja, meine Frau hat halt im Flohmarkt stand, glaube ich, irgendwie so. Was? Zu Hause? Nee, nicht zu Hause. Hier bei uns auf dem Fest. Auf dem Fest? Ja, da haben so ein Kindergartentagfest. Keine Ahnung, was für Tüte. Auf der Straße da oder was? Nee, es ist hier so auf dem Sportplatz nebenan. Ach so. Flohmarkt? Ja, da sind drei Stände, wenn es hochkommt. Sachsmotoren. Bestimmt alles Sachsmotoren. Klar. Nur Sachsstände. Klar, Kinderflohmarkt, eben eine Hüpfburg. Ein Sachs und zwei Zünder. Dies ist auch ein Flohmarkt. Wo ist der Floh? Ja, genau. Und wo ist der Markt? Und du hast jetzt ein bisschen getüdelt, sagst du. Da hast du ein Brett vorgespackst. Guck mal hier, aha. Oh, so Harry, wird dann so museumsmäßiger, ne? Der Ausdruck, der ist cool. Der haut alles um, ne? Wie so eine Rakete, Alter. Wiki geht ab. Ja, sonst? Schön die Wand ausgekleidet hier jetzt. Das hält es scheinbar auch. Da müssen wir, müsst ihr mir mal zeigen, wie man die Kette spannt. Du sag mal hier, du, das weiß ich jetzt auch nicht. Du kriegst jetzt 10 Autos, ne? Also ich glaube, wie viele Autos? Nein, 10 Fahrzeuge. 10 Fahrzeuge, ja. Und davon sind Motorräder dabei und? Das sind und, zwei Moto Guzzi. Ja. Das ist eine Fiki 4, eine Kötli. Ja. Die sind ja klein, das ein, sind Molin. Wie heißen die französischen kleinen Mopeds? Velosolex, ja. So, dann kommen eine Furgonette, ein Furgone, ein Replay, ein ja. Balilla Pickup kommt ja auch noch. Balilla Pickup kommt. Das weiß ich ja noch. Das ist das Hauptauto, was mir im Hauptinteresse ist, weil Balilla Pickup feiere ich, ja, finde ich cool. Genau. Aber das wird dann ganz schön eng hier, Alter. Wird richtig eng. Ich glaube, die muss man erstmal ein Stück kürzen, die Kette. Die sind ganz schön zu lang raus. Die Ketten liegen vielleicht raus, ne? Sehr viel, sehr lang sind die. Kann man die ohne weiteres kürzen? Ja, natürlich. Brauchst du so einen Kettenschluss. Neues Kettenschluss. Das kostet 2 Euro oder so, wenn man das bestellt. So viel Geld habe ich aber nicht. Was macht man denn? Kenn ich. Das Problem ist nicht das Geld, sondern das Problem ist nicht sofort verfügbar. Max, das Problem ist, Harry, das wenn du mit Oldtimern zu tun hast, hast du jeden Tag 5-mal das Portemonnaie in der Hand. Ja, immer. Jedes Mal. Auch wenn es so klein Vieh ist, das macht auch Mist. Ist ganz egal. Gordon, der über Tony Hawk grindet hier so lang. Jo, Alter. Ich bin eben mit der Rex gefahren, die läuft wie die Sau. Die läuft gut, die hat ein bisschen Laufen gebraucht, weißt du nicht mehr? Läuft. Und hier, du, da musst du mal mitfahren, da schmeißt du deine ganzen Gurken weg. Das Ding läuft viel, ich glaube, die läuft 60. Nein, ja. Die 60. Also ich bin damit gefahren, ich schätze so 40 läuft die. Max? Ja. Wow, das ist schon hart. Max, ich sag dir, bei 60 fliegt ja der Lenker weg und das war kurz vorher. Die ist schon gut, ich feiere das Ding. Ja, selbst 40 ist schon Wahnsinn.
Der Motor alleine. Stark. Guck mal, aber die Kette, guck mal, komm, drehen wir doch mal um. Guck mal, die Kette, wie lang die Kette ist. Hier. Ja, die Kette ist noch. Guck mal hier. Die schlabbert sich halt weg, ne? Ist das? Guck mal hier. Ja, ja, das ist ein bisschen sehr wenig Spannung. Sehr. So, lass hier mal rausholen. Wenn wir Glück haben, ist das nur einmal rausholen, Kerzen putzen und Feuer frei. Ja, ja. Das ist immer. Stimmt. Ja. Ganz sicher. Kenn doch meine. Er hat doch diese Spritpumpe zum Pumpen, ne? Ja, ja, genau. Das ist schon mal geil. Ah, die Kerzen müssen Feuer raus. Ja. Das ist immer ein Problem bei dem Ding. Ich glaube, der Vergaser ist, also die Bedüsung ist so fett. Oder wir brauchen besser, oder Kerzen mit einem anderen Wärmewert da rein, ne? Ja. Bessere Kerzen. Die ein bisschen mehr funken. Hier, Hilko ist heute auch dabei. Er hat sich unangemeldet angemeldet. Wieso geht das nicht? Auf den Haubenzug? Ja. Weil der gar nicht existent ist. Guck. So, drauf machen. Geht das so auch? Das war dir doch voll egal, weißt du, wie es ist. Ist ja, ja eh. Nicht meine Fingernägel, ist ja eh andersrum. Weißt du? Guck, die Batterie da drin. Meine Fingernägel werden sonst abgebrochen. Oh nein. Das kann ich nicht machen. Nein, das kannst du nicht bringen. Sagt meine Frau auch immer. Ja. Stell mal vor, Fingernagel abgebrochen, ist böse. Ja, ist es auch. Das ist so ein böses Gerät, Alter. Das sieht man den nicht an. Vor allem jetzt in der Filmzeit. als Fernsehstar! Stimmt, Alter, als Fernsehstar. Ist das noch Saft-Euro-Batterie von dem Wartburg hier? Oh, ja, kann sein. Ich orgel den mal eben mit Bremsenreiniger an. Die erste Maßnahme, wir müssen den Wartburg wieder erwecken. Aber das Problem bei ihm ist halt, du musst immer, wenn er lange gestanden hat, den Vergaser ein bisschen vorfüttern. Weil sonst kommt er nämlich gar nichts. Das machen wir jetzt mal eben. So, zack. Gucken wir, was passiert. Ah ja. Da war der Spiegel. Der Spiegel. Der feiert ihn nicht so. So eine Eile? Ey, das ist ein Qualitätsprodukt. Ich feier den so vom Zaun, ne? Oh, Junge, Alter. Hab ich viel Staub aufgewählt. So, Wartburg ist die Scheuung das Problem. Die ist ein bisschen anders, wie bei normalen Trabi. Die sind spiegelverkehrt. Warte noch mal, der war hier. Rekord war früher so. Aha! Hier im oberen Rekord. Den können wir eigentlich heute mal mitnehmen, den Wagen, nach Hause und mal waschen. Der hat da nur 7er Eintragung und Haargutachten. Also wäre es kein Problem, den mitzunehmen. Junge, bremst die Bremse. Der bremst echt. Obwohl vorne rechts hängt die ein bisschen tatsächlich. Das weiß ich, er muss dafür einen Spiegel anbauen. Das können wir gleich noch machen. Ich fahre einen Wartburg. Was nun? Bestes Buch. Vom Laufen her der schönste Wartburg, den ich habe, finde ich. Bis aus der Kackbootläufe sogar noch. Aber ich finde. Geil, ne? Ich feiere ihn. So. Egal. Es geht ja um das Blättmobil. Aber jetzt soll ich wirklich mitnehmen hier. Weil der ist noch nicht ganz fertig. Den will ich noch bekleben und sowas. Der ist noch richtig geil. Der war ja nur so eine Grundlackierung damals mit D-Max und so. Schwarze Leiste braucht er hier noch. Können wir auch die Tage mal machen. Wie gesagt, wir müssen meine eigenen Dinger fertig haben, damit die alle funktionieren. Hier, der hat auch mal wieder einen Sommerritt gemacht mit der Frau zusammen. Muss noch ein paar Dinger daran beheben und schütteln, aber sonst über Kleinkram läuft es. Alter, der Bodennebel hier, ich kipp um. Der Bodennebel hier in der Halle, durch den Wartburg. Den nehme ich heute mal mit, dem Wartburg. Nachher, mit nach Hause, dass der mal geritten wird. Macht Sinn. Sollen wir denn, wie die Kerzen bitte aussehen? Die müssen voll schwarz sein, oder? Die sind schwarz. Ja, das ist für mich das Problem. Das hat er immer wieder. Der tötet einfach Kerzen, der mag keine Kerzen. Ein bisschen Bremsen rein hier noch dran, Alter. Das hilft auch. Das rettet die so ein bisschen. Ja, weil ich das so ein bisschen hier. Ich habe da schon Übung drin. In die Kerzen? Ja.
Das ist irgendwie so ein Auto. Guck mal, die Kerzen sind sogar original russisch. Guck mal, wie schön die aussehen schon. Habe ich neue gekauft für ihn. Also orange Zündkabel. Das ist ein Tuning-Motor, das habe ich gesagt. Orange Zündkabel sind wichtig am Tuning-Motor. So, das haben wir, das haben wir. Jetzt gucken wir nochmal kurz Öl, was auch vorhanden ist, bevor wir ihn nachher noch in den Arsch machen. Also im Öl kann es nicht liegen. Oh, riecht sogar noch Öl, nicht nach Benzin, ich kippe um. Das Problem ist, der Vergaser ist eine ziemliche Sau von der Kiste. Was auch scheiße ist, der verklemmt sich gerne mal. Ach, scheinbar nicht mehr. Scheinbar habe ich das ausgetrieben. Hm? Leere Dose Bremsenreiniger. Was soll ich damit? Wenn die gerade hält, kommt noch ein bisschen was raus. Das nee, Hilko hat schon einen am Start. Er kennt sich hier aus. Läuft. Wow, was sagen wir damit? Ah, Bettmobil ist eines meiner Lieblingsautos tatsächlich. Den würde ich so gerne mal irgendwie machen, dass er TÜV kriegt in Deutschland. Aber das ist so ein Akt, da habe ich schon wieder einen Albtraum. Aber das ist irgendwie trotzdem verkehrssicher. Funktioniert, tut da alles dran. Ja, kannst ja schon mal Bremse rein hier einsprühen, hier, wenn du das für nötig hältst. Mhm. Die Kerzen von der Karre, die haben vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Kilometer drauf oder so. Ja. Ne, 30 Kilometer, ich bin dann nach Hause. Ne, 60. Ich bin nach Hause gefahren. Dann müssen wir 60 sein. Hm. 100.000 Kaltstarts, weil die lieben Kaltstarts. Ja, die haben das im Sterben gern. Hilko, weißt du, wie der da was lernt? Ja, eigentlich schon, ja. Der war so der wildeste von allen. Der, also ich sag mal, der kann so mancher V8 kann er von Neid erblassen, wie der klingt. Ich fahre dir das Auto richtig. Ich hab sogar extra bis längere Kerzen eingebaut als die Dinger, die vorher drin waren. Aber ich habe auch einen anderen Wärmewert, ein bisschen fettere Kerzen oder irgendwas, keine Ahnung. Oh, ich freue mich gleich, ihn wieder zu hören. Da war so noch Sprit drauf, glaube ich. Das hat nicht mal leer gemacht. Da gucken wir mal eben. Das Beste an der Karre ist immer der Playboy auf dem Beifahrersitz. Aber der hat mittlerweile wieder Spiegel, ja, früher nicht gehabt. Der Schimmel ist nicht schlimmer geworden. Ja genau, man kann den auch nicht ausmachen, genau. Man kann den wohl anmachen mit dem Zündschloss, aber nicht ausmachen. Was habe ich denn hier noch hier? Oha, Vergaser für den Trabant, PKW Trabant. Das Auto war immer schon Lagerraum, weil ich bin nie mit gefahren, weißt du, ich habe schon Pfandflaschen drin gelagert. Meine Ed Hardy Kappe liegt hier drin. Ich habe eine echte Ed Hardy Kappe. Oha, Playboy Girls. Playboy Boys war gefährlicher. Aber noch was hier? Oh, Zündkerzen liegen da drin und Ersatzteile liegen hinter der Rückbank. Mir egal, falls der Bremsenreiniger mal ausgeht. Ich habe noch eine Notfallbremsenreinigerkanne dabei. Ganz klein. Hochwirksam. Junge. Da ist drei raus. Liegt hier noch alles drin. Der Bandskasten Warndreieck wegen Polizeikontrolle. Hier liegt noch ein bisschen Bremsleitung rum. Oh, da hat ein Stecker. Was ist das denn? Ein Stecker hat interessant werden. Alter, ich guck mal, dass da erstmal alles durch, wo ich hin drin bin. Ich fand den gleich mal draußen. Alter, da sind noch Kabel mit Stecker. Die brauchen wir immer. Oh, die Ed-HD, ich krieg davon Kopfschmerzen. Die muss ich wieder absetzen. Die ist nicht gut für mich. Fahr ich hinten zu meinem geilen russischen Heckrollo. Ich hol schon mal Strom, ne? Ich glaube, ohne Pau. Was hab ich jetzt gemacht? Was? Ah. Aber ist doch eigentlich genau dein Auto, oder nicht? Du bist ein alter Fiat-Freak. Von früher noch. Ich meine, das ist ja, glaube ich, so die Inkarnation eines Fiat, so die letzte. Ey, mal guck mal, die sind ja alle am Fiat noch angelehnt von früher, die Dinger hier. Ist das so richtig? Ja, die sind ein bisschen wackelig drauf, ne? Anlauf ist auch dabei. 1994, Alter. 1994. Oha, alle Varianten. Alter, da hat sogar einer ähnliche Dinger markiert. Oh, die brauche ich so. Guck mal, geil, ich kipp um. Ich würde mal gerne wissen, was er markiert hat. Das wäre dieser. Hier, der hat das denn. Den habe ich auch mal gefahren. Ha, du lachst noch, Gordon. Du lachst noch.
Ich kenne den, ich hab den schon gehört. Mann, aber du kennst den nur auf drei Pötten oder so. Nein, ich kenne den auch mit 10 Fehlzündungen und alles. Ja, dann lief er ja schon mal scheiße dann. Naja, bei Fehlzündung hat er eigentlich hat den Motor mal hochkomplex irgendein Typ in irgendeinem Vorgarten in Ungarn zusammengetüdelt, damit er jetzt hier Kurs starten kann. Genau so läuft der richtig. So, ich kurz die Powerbank, da machen wir Strom dran, weil die große Wartebatterie wird aber nicht leer sein, aber so angeleert. Also ich habe mein Handy noch auf laut. Hab gestern Abend, wo ich mit meiner Frau unterwegs war, mir ihr Handy weggenommen, hab mein Handy weggenommen. Wenn man immer dann ja, dann einfach so einen Abend gemacht, weißt du, ohne Handy, ohne alles. Alter, empfehle ich euch auch mal. Mit einer Frau unterwegs seid, lange zusammen seid. Einfach Handy mal wegnehmen und einfach mal ohne Handy losfahren. Also ich habe ein Handy dabei gehabt wegen der Kinder, falls irgendwas ist. Ne? Aber halt nicht raufgucken. Die Handy, ohne Handy raufgucken Challenge. Das war heutzutage nennt. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Das ist so ein bisschen so, in meinen Augen ist das so, das hilft was. Das ist ganz anders. Man ist diese Scheiße halt gewohnt, weißt du? Aber meinst du, ich war mit meiner Frau gestern unterwegs, ich habe ihr Handy weggenommen. Ne, komplett. Und dann ohne Handy, ohne alles. So diesen ganzen Schickimicki-Schnickschnack-Kram. Oh. Öl ist drauf, ist sogar frisch. Alter. Ich hab's doch nicht drauf gemacht im Frisch. Da war mal richtiger Tuner bei. Ich würde echt mal gerne wissen, wer den Gucker damals gebaut hat. Echt. Da muss ja irgendeiner muss ja mal gesessen haben. Muss ich gesagt haben, genau so eine Karre baue ich mir. Lass mal aus der Ecke rausschieben, sonst ist das ein bisschen tüdelig. Der Kennzeichenhalter, Alter. Hungaro Lada. Rundum mit Spackschraube, fertig das Bodykit. Hab die mal für 700 Euro mal gekauft. In Haselünne. Oh, super Batterie, Alter. Ja, die ist ein bisschen groß für die Karre. Aber ich hatte gerade keine andere. Die hat sogar noch Reststrom. Ja? Das weiß ich, ja. Aber mach mal ruhig hier die Powerbank ran. Das darf ich nicht zum Starten reichen. Oh. Wasser ist auch drauf. Hier ist der russische Auto. Da können wir ruhig plus ein Minus machen. Ne? Alter, hier. Ich kriege jetzt die Tage hier zum Durchgucken, ne? Von der hier Frau, die Nägel macht bei Fantine. Ja, ein Gatz. Ein alter Gatz. Ja, kenne ich. Ich glaube, die hatten sogar Plus auf die Karosse gelegt. Ja. Die hat gesagt, ich soll mir die Kiste mal angucken. Ja. Die Leute, war irgendwie so ein Schrauber dabei gewesen, seitdem läuft die Karre nicht mehr. Ist angemeldet, alles. Das ist eine ganz gute Freundin, Fantine. Ich weiß nicht, ob ich eine Kamera mitnehmen darf, aber wäre mal sehr interessant. Ist schon. Ist der Saft drauf? Ist auf Manual. Na, dann musst du nicht überbrücken. Ist auf Overdrive. Was meinst du, läuft die Karre? Manual Overdrive, Alter. Bisschen Druck drauf machen hier. Wieso soll der nicht laufen? Ist das ein Motor? Ja, der lief vorher nicht. Da ist Benzin drin. Nee? Wieso, der lief nicht? Ja, da haben wir doch angehabt. Sprit kommt. Das Radio ist ein Arsch, das kannst du nicht lauter machen. Das ist ein Scheißradio. So, komm, wir gucken, ob der anspringt. Hallo. Komm, wir gucken mal. Hier, mach mal Kamera. Wenn du schon da bist, passt das ganz gut. Erwarte ich so. Oh, ich erwarte eigentlich, ich erwarte ganz viel. Aber der Schurke nochmal von der Kiste. Ich dachte, der war so komisch, da ist der. Das ist ein Lader, der läuft noch immer. Jetzt aber. Ich glaube, die Batterie ist nicht mehr groß genug. Die Batterie ist am Ende. Ich dachte, die Batterie zahlt den ganzen Strom. Ja? Oh, guck mal. Ah! 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 Schon mal nix, ne? Ich zieh den Schrauben ein Stück weiter. Nochmal mit der Hand. Den Sprit vorfördern. Also nicht ein Funken, nix. Er hat zu Hause bisher, ja? Auch so. Nicht ein Dings. Bums. Bums, Dings. Komm schon, Kleiner. Ah. Da war er aber kurz. Nee, noch was anderes, Gordon. Das gibt so ein magisches Zaubermittel. Dann nennt sich Sprit. Lass mal aufs Sprit drauf gucken. Weil wetten, der ist leer?
Hey, Tankanzeiger zählt immer viel an. Ersten Geräusch hat er ja schon mal gemacht, ne? Aber so richtig Bock? Ah, noch nicht. Wahrscheinlich ist der Tank leer. Das ist immer so diese erste Diagnose, die man so hat. Ist überhaupt Sprit drauf? Wenn der Karre, die jetzt seit 2 Jahren in der Halle steht, hier unangetastet, muss nicht unbedingt. Alter, das ist schon wieder Karriere. Also ich hatte Pfandflaschenträger, war da auch schon. Von oben bis unten voll mit Pfandflaschen. Er hat schon alles gemacht. Ah, das gute Bärtmobil. Macht die Bäume wieder grün. Ja, passt. Das ist eine Handschelle. Das ist echt eine Schelle, das ist ja übel. Messst du für den Brett kommen? Sprit ist nicht drauf jetzt. Fühlt sich überhaupt nicht so an, wenn der Sprit ist. Ne, fühlt sich gar nicht so an. Fühlt ist gar nichts. Ja. Können wir einen Luftfilter runternehmen? Wofür? Dann können wir mit Bremsenreiniger vorsprühen. Ja, probier doch erstmal. Wenn er anläuft. Probier doch erstmal. Okay. Okay, okay. Vielleicht hat er ja Bock. Weiter geht's. Das klang schon mal bereitwillig. Strom, ne? Mach mal Strom mal ran, ne? Geht nicht viel mit Strom, gar nicht. Reicht nicht, ne? Scheiße, warte mal. Da müssen wir was ändern. Wir brauchen eine Batterie mit Strom. Wenn der jetzt im Leerlauf geht, Lichtmaschine hat mal kurz nicht lädt und ist vorbei bei der Karre, ne? Dann ist Ende. Lass mal in die Schalter bekommen wir da lassen, aber eine andere Batterie muss da rein. Die kriegen den Strom an. Ich glaube, die feiert das nicht so. Los? Ja. Nur reingestellt. Ja. Komm, ich will die Roketpower noch am Samstag zum Starten reicht. Oh. Naja, zum Zünden reicht es. Kannst du also, mal eben mal Strom anmachen? Die ist richtig saftig, du. Die hat Bock. Also, die ist mal richtig saftig. Aber ich feiere die Marke halt, Okay-Power. Ja, Okay-Power. Bringt auch nicht viel. Ist nur okay. Ja, okay, mal. Thank you.
Und was soll das heißen? Gasklemmer schiebt man hier Dullis oder wie? Was heißt das jetzt, Gasklemmer? So viel wie schiebt man hier Dullis oder wie? Scheiße ist das. Ich war hier gerade so um eine Ecke. Hat er echt geklemmt? Nein, er hat einen Gasklemmer gehabt. Du kannst ihn nicht ausmachen mit dem Zündschloss. Ja, ja, muss bremsen, ne? Ja, ja, fünfter Gang so, ne? Ja, ja. Okay, der hängt wieder, der Sau. Hat er immer schon so ein bisschen. Das ist auch gefährlich, Alter. Ja, ja. Ah, ist schon wieder frei jetzt. Guck mal, eine Feder hinten machen. Ist ja nämlich nicht so schwer. Da kann man noch eine Feder hinmachen. Guck mal, ich hab alles neu gemacht, siehst du das? Ja, ist alles leider neu. Feder und fertig. Weißt du? Ja. Und jetzt gut, dann ist das weg. Alter, das ist ja gefährlich, ey. Ja, richtig, richtiges Ding. Ja, Alter, das ist kein Spaß. Ich möchte mit mir unterwegs sein. Da ist unterwegs. Du weißt noch, wo ich den Händler Gasklemmer hatte mit dem. Ja, ja, ja. Mit dem, wie heißt das Ding? Kornfick. Ja, Alter, ich dachte, ich fahre durch die Hölle durch, Alter. Ich hab gedacht, es ist vorbei. Alter. Hast du mal einen Schubser für mich? Brauch euch wieder. Ja, ja, schubsen wir mal. Auf geht's. Schon wieder aus. Meine Güte. Den müssen wir eigentlich mal bei Degen halt auf dem Prüfstand. Das war viel, ne? Der Vergaser ist ein Problem, ne? Ja. Also es ist nicht Zündung. Zündung passt, der Vergaser peitscht. Zündung ist okay, ja. Ne? Weil der, ich glaube, der wurde sein ganzes Leben lang nur so geballert, der Kollege hier. Ja, der wurde nur gefickt. Nur. Der wurde nur immer aus dem Maul. Der ist auch gebaut worden, ne? Ja, genau. Weil der Motor selber ist ja kugelsicher komplett. Die halten eigentlich alles aus. Aber halt, wie gesagt, Vergaser. Weil die Frage ist, ja, der hat ja 100 mindestens. Das, ja, hast du ja gesehen, wie der durchgeht alleine, welchen Gang du schaltest? Den zweiten Gang ist er noch gedreht. Ja, der hat schon echt Bock, ne? Also, das muss man echt sagen. Ja, das ist halt, der ist wirklich halt auf Rennen getrimmt, ne? Normalerweise musst du den Vergaser auch runternehmen. Wir können auf jeden Fall mal den Vergaserdeckel runternehmen. Mal für den Anfang, mal gucken, was da so drin lauert. Weil, wie gesagt, ich wollte aus dem mal einen Drifter machen oder irgendwas damals, weil der richtig Drehmoment hat unten rum. Merkst du richtig? Schweres Thema. Aber der will, siehst du ja. So hier. Ist richtig geil, läuft der nicht. Liegt aber noch nie. Hat er früher wenigstens sehr laufen, hat er damit aufgehört jetzt. Wird der einen Grund haben, warum der so scheiße läuft. Überlaufen tut er aber auch nicht. Aber es sieht auch relativ schmockig da drin aus, alles, ne? Ja, die ganze Karre ist halt schmockig, ne? Ein bisschen Vergaserreiniger reinhauen. Ja, ich gucke auch gerade, überlege ich, ob wir. Das haben wir sogar tatsächlich. Und das muss so sein hier? Na, weiß ich nicht. Ich kann dir das nicht beantworten. Sieht abenteuerlich aus, ne? Kann dir echt nicht beantworten, aber das Ding lief ja früher so, ne? Ja. Das muss man den ja lassen, der lief ja immer so. Ja, aber ich habe auch wirklich nur die einzige Schraube, die ich angefasst habe, war die Gasschraube. Die Leerlaufschraube habe ich nie angefasst. Und da lief der die Gemischschraube. Der lief früher super, ja. Die Gemischschraube, welche ist das? Gemischschraube, ich glaube, das ist die hier. Bin ich ganz sicher. Der Leerlauf ist diese hier. Der drin, ne? Ich glaube, das ist gut. Warte mal. Gemisch hier mit? Haben wir nicht noch irgendwo, ich glaube, ich habe irgendwo mal ein Reparaturhandbuch gehabt für so eine Gurke. Na, hier nicht. Trabi-Vergaser. Kühlerdichtung extrem, Alter. Guck mal hier, für den Fall der Welle.
Extrem so. Junge, läuft. Hier habe ich noch so einen Schalter besorgt, da wollte ich den Motor mal den anderen ausmachen später. Also mein Ziel. Sie ist immer schon mal im Auto. Und hier ist ein neues Hinschloss. In beiden Fällen. Das haben wir zugeschickt gekriegt, aber ist heute noch nicht eingebaut. Läuft bei mir. Der hat sogar so eine Fernbedienung für irgendwelchen Schwachsinn. Funkfernbedienung und so. Funk-ZV. Geht nicht mehr, schade. Er hat, irgendeiner hat den Daily geritten. Weißt du, in Ungarn. Überleg mal, das ist unglaublich. Ja. Ey, was ist das? Das kommt man dann einfach da. Ich habe auch irgendwo noch einen Vergaser-Überholsatz für den. Du kannst ruhig drehen, aber ich bin, glaube ich, der Meinung, dass wir mal die Hauptdüse durchpusten sollten. Aber ich weiß nicht, wie viel die ist. Tja. Das ist die Frage aller Fragen, ne? Das weiß ich nicht. Muss ja von unten kommen, irgendwo. Oder hier, denke ich mal, oder? Ja, ich muss ja. Oder irgendwo, wenn du den Deckel oben abschraubst. Lass uns mal den Deckel abschrauben. Ach, nee, ist das ein separater Deckel? Nein, ist nicht. Der ist nicht separat, scheiße. Was liegt da falsch? Das ganze Ding, das ist, glaube ich, die ganze Ober. Ist die eine Vergaserhälfte. Hier, ich sind noch, hier sind auch noch Schrauben drin. Ja. Mhm. Die vier hier. Hat der hier noch irgendwelche Schrauben, die zusammenhalten? Nee. Das können aber. Sag mal die viermal Schrauben, für den Deckel mal abmachen. Das können aber nicht nur die vier sein. Mit Glück haben wir die Dichtung heile. Das können aber nicht. Hier ist noch eine. Hier ist die fünfte. Ja, lass mal abfummeln, das Ding. Lass mal reingucken. Ich meine, durch draußen von draußen angucken, kriegen wir da nichts hingefügt. Nimm einfach den. Das ist in Ordnung. Der passt. Der geht. Der war schon tausendmal auseinander. Sieht man richtig, die ganzen Schrauben, weil er die abgeknibbelt. Siehst du? Oh. Wir hatten ein Gestänge für den hier. Für den Klaus da. Den müssen wir natürlich immer entgestängisieren vielleicht. Ist der Schurk, ne? Das ist ein schlummiger Punkt. Das ist Schurk, das ist Schurk, das ist Handschurk. Ja, das ist Handschurk, ja, würde ich auch sagen. Wie kriegen wir den da raus? Ja. Also kann ich ihn nicht runternehmen. Die so Schraube muss ab, die Schlitzschraube hier. Die hier. Oh. Für den Halter. Da? Mhm. Und wie kann man den unten oder noch die aus? Hier? Oder nicht? Das ist auch nicht mal drin, die Schraube hier. Siehst du das? Ja, kannst du das, ja. Die ist das Gelenk hier, die kann man ja rausmachen. Das müsste ja nicht abgehen, oder sehe ich das falsch? Ja, wenn man den hier rausmacht und den rauszieht? Oder wie meinst du das? Was raff ich da gerade was nicht? Ich raff's auch nicht so ganz. Wollen wir den hier abmachen? Den Zug? Ja, wa? Vielleicht sagen wir, machen wir den Zug ab. Versuchen. Dann können wir ihn rausziehen. Oder gucken wir mal, kann ich ihn so runternehmen? Nee, Zug ist nicht die Lösung. Bringt nichts, ne? Die Lösung ist dieses hier Scharnier da abzuschrauben. Dann mach du mal was. Du stehst da gerade. Kommst du, ja, kommst du mittelmäßig gut ran, aber man kommt so irgendwie ran. Weil der Vergaser hat keinen Bock auf sein Leben, so wie der aussieht. Ist das so gut, ist die jetzt rauszunehmen? Weiß ich nicht, probieren wir mal aus. Läuft alles durch. Dann läufst du in die Ansaugpumpe rein, ist ja nicht schlimm. Ist ja Sprit. Pass auf die Dichtung auf, dass die heile bleibt. Nimm mal. Ja. Die war links. Leg die auf die. Geh mal links. Ja. Die war rechts. Ich pack die aber nach links. Oh, was ist das denn? Das ist was anderes. Die scheint größer zu sein. Und nee. Oh Gott. Eine Umdrehung schon ab. Oh oh. Dann leg die mal nach rechts. Ob das so gut ist, Alter. Junge. Sehen kannst du nichts, ne? Loch. Ein schönes Loch. Den Sprit würde ich auch gerne mal ablassen, der da drin ist. Der Sprit ist hier Mist, aber ich glaube, ich kann den mit der Beschleunigerpumpe einfach leer pumpen, oder? Gucken wir mal. Einfach einen Lappen nehmen. Ja, hast recht. Ja, muss nicht sauber sein. Ich kann ja rauspusten hier. Passt gut. Also der Hammer-Sprit ist das nicht, ne? Riechst du das? Obwohl wir drauf gekippt haben, ist immer noch, sehen wir ja Rotz drin. So, gerade Rüsselklappen rein hier reingemacht. Nee, ein Stück Plastik ist in die Haserbrühe reingeflogen. Das stimmt irgendwas nicht. Guck mal, wie die da sitzt. Das kann nicht richtig sein. Nee, die sitzt falsch, die sitzt schief. Ist doch nicht fest. Obwohl? Nee, sitzt nicht richtig. Ich glaube, du kriegst die richtiger. Ja, jetzt kommt sie. Irgendwie.
Irgendwas stimmt da nicht. Oh oh. Hör mal, sitzt hier drin. Sitzt relativ gerade. Müsste aber düsisieren. Aber hier steht ein Stück raus, ne? Im Gegensatz zu der anderen. Siehst du das? Wenn es nicht dran vorbeiläuft, ist ja egal, der Sprit. Ist die Frage, wir können mal gucken. Ne? Na, jetzt läuft gar nicht mehr. Der ist ja noch gar nicht. Na, beschleuniger Pump hier so gar nicht. Da läuft ja nichts. Ja, klar. Er hat ja auch kein Dings. Na komm, wir bauen die wieder zusammen und gucken, was passiert. Läuft ja jetzt ja besser als vorher. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir müssen den Schrank wieder einhängen zuerst. Und jetzt haben wir alle hier Düsen durchgepustet, wie es hier so gibt bei dem Ding. Ich habe ein bisschen Drosselklappenreiniger in die Einspritzung gemacht, die Drosselklappe und so was, die Ansaugbrücke. Erste Start könnte ein bisschen knallig sein, mal gucken. Aber wenn er nämlich läuft, hat sich eine heile Batterie verdient, aber erst wenn er läuft. Ja, ich habe hier noch meine Schraube oben oder oben drauf gesetzt, dass er sich hier nicht mehr verkeilt und dann vielleicht keine Gasklammer mal hat und kein Selbstmord übergeht. Wäre nicht schlecht, ich habe nichts gegen Autos, die können Selbstmord übergehen. Ja. Weil die Selbstmord übergehen, die sind ein bisschen unsympathisch. So, jetzt ist er stromisiert. Perfekt. Ich habe die Vergaser voll raus gehabt, deswegen ist er halt abgesoffen. Ja, ja. Schoke ist böse. Schoke ist böse. Da ist eine heile Batterie für meine Maßnahme. Ja. So. Du mal bitte einmal. Wo wir am Leerlauf einstellen waren, ja? Dass bei 1100 Umdrehungen die Öllampe an war.
Deswegen lass mal kurz das Ding mal kurz hochfahren. Das hat er vorher nicht gemacht. Ne? Nee. Ja, also das ist. Ne, aber ich glaube, das Öl, das sieht sehr, sehr sauber aus. Ist das aufgefallen? Ja. Stell dir mal vor, der lief mal zu fett und hat er voll viel Benzin im Öl. Ja, das sieht nämlich sehr. Das wirkt nämlich sehr dünn, das Zeug. Das sieht dann, ich lass mal kurz hochfahren. Ich habe allgemein noch nie auf der Bühne gehabt. Und dann gucken wir mal kurz, dass wir das Öl ablassen und dann kann da vielleicht Montagmorgen oder ausgetropft das neue Öl drauf. Ach, du Schöp, was? So Vierkantdinger sind da, wenn die weggerostet sind. So Rohre, ne? Ja, genau. Vorne, hinten, da beide. Aber die sehen schon ganz schön mitgenommen aus. Ja, die sind aber dafür da. Wir müssen es abkönnen. Die sind dafür da, ja. Ich bin allgemein gespannt, wie der von unten aussieht. Ich habe ihn noch nie auf der Bühne gehabt. Ich hatte ja früher keine Bühne. Hier sieht das ganz anders aus. Okay. Sag ich mal. Warte mal. Ja, nee, doch. Ja, doch. Ja. Du, ich glaube, die Zeiten für die Karre, die ändern sich jetzt. Ich kaufe sogar eine neue Batterie, glaube ich. Ja, das ist doch geil, Alter. Laufen du jetzt schon mal gut. Vergaser läuft sehr gut, finde ich. Das Gasannahme ist gut. Echt nicht normal. Ich fand, das Öl war allgemein so sauber. Ja, das stimmt. Das sah nicht aus wie... Und der zappert ja. Siehst du, wenn ich bei 1000 Umdrehungen eine Öllampe anhatte, ist irgendwo mein Öl los. Das sah auch so dünn aus. Ich hätte fast gedacht, dass das vom Sound her normal ist bei den Motoren. Ja, wenn er kalt ist, aber der ist ja schon halb warm. Das Öl ist scheiße. Guck mal ganz... Hab ich ein Gefühl. Das Öl ist nicht gut. Aber deswegen, das ist komisch, das stimmt. Ja, der hat gerade eben vom Kalke noch aus dem Maul gekriegt, deswegen glaube ich, da gucken wir mal das Öl an. Das ist ja allgemein vom Unterboden. Das ist nicht so schlimm. Das ist so ein Vierkant, wo er drauf liegt. Hier ist ihn noch. Ich finde ihn gar nicht mal so schlimm. Oh, hier ist offen, alles offen. Ach, der ist ja, aber der ist rettbar, ne, vom Blech. Der ist auch offen. Ja, ist offen, das ist nur. Ja. Nur Zement. Fühlt sich irgendwie Zement. Und so gegurkt. Na gut, das ist. Überleg mal, das Auto ist straßenlegal in hier in Ungarn. Guck mal, mit dem Auspuff. Mit der Anhängerkupplung hier, die wir herangetüdelt haben. Ja. Wild, ne? So. Wilde Karre. Die Anhängerkupplung ist geil. Die feier ich. Kasse Karre, der Auspuff, Alter. Guck mal den Querschnitt an. Das sind Konidämpfer. Könnte von sein. Her, könnte sogar sein, dass es Konis sind. Alter, von der Farbe kann das echt sein. Das macht alles gar nicht mal so einen beschissenen Eindruck. Einen ganz schön fetten Auspuff, Alter. Ja, hat er. Ne? Ab Krümmer. Und Krümmer ist dann Fächerkrümmer. Alter Schwede, du. Alter, das ist jetzt ja so Rostgeschichten. Da hat er einige, aber ich sehe die gar nicht mal. Aber es geht eigentlich. Das geht, ne? Finde ich auch. Ich finde den gar nicht so schlimm. Auch so Frontblech und so ist noch alles da. Mann, brauchen wir nicht mal reden. Das sind scheiß Löcher hier, aber. Wollen wir wetten, wenn wir das Öl jetzt ablassen, dass das richtig dünn ist, das Öl? Das muss so. Das ist eine super Ausbefalterung hier. Geil, Alter, das ist der Abbremseilzug. Der hält den Auspuff hoch. Das muss so. Aber, hier ist nicht fest, das passt alles. Aber verschweißt. Ja. Beste Karre. Das muss so. Haben Sie sich richtig was bei gedacht? Echt, das sah aus wie ich dachte. Obwohl, ja gut, hier ist er auch überall offen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, Opel Astra mal 2. Also der wieder. Der Rahmen hier. Aber der Wagen ist für den Grundsatz auch okay. So, komm, lass das Öl mal ab. Ich glaube, im Öl ist mich das Böse begraben. Haben wir was zum Filtern? Was zum Filtern? Hier, dass wir mal gucken können, dass wir vielleicht hier vielleicht Späne im Öl sind. Hat er ja hier irgendwie auch. Lass uns mal einen Lappen drauflegen vielleicht. Musst du einen Lappen nehmen, den da am besten. Was machen, ne? Anders haben wir heute nicht. Moin, Harry! Ja, ihr? Wir machen gerade Fiat. Ja, genau. Technik. Was macht ihr gerade? Wir machen gerade Fiat-Technik. Ach so. Fiat-Technik in Böse. Oh ja. Fiat sein Großvater. Fiat des Bösen. Das kann sogar sein, dass er passt. Aber nicht. Zu klein meinst du, ne? Ja. Jo, eins zu klein. War zwei zu klein, der konnte passen. Ist er. Ups.
Er wird sehr dünn sein, glaube ich. Sehr viel Benzin drin, schätze ich. Guck, wie Wasser. Weißt du jetzt, warum ich nicht mehr laufen lassen wollte? Das Öl ist wie Wasser. Das ist mehr Sprit als Öl. Das riecht aber nicht nach Sprit. Nee, aber es ist trotzdem schweinedünn. Guck, wie Wasser. Ja, doch, riecht nach Sprit. Guck. Ja, riecht mal, riecht nach Sprit, doch. Nach alten Sprit, ja. Ja, ja. Meine Nase muss sich das erstmal nur kalibrieren, weißt du? Ja. Der gute Putzlappen. Weißt du, den habe ich ein halbes Jahr benutzt. Für alles. Ja. Für meinen Freund. Perfekt, der war alles, war der da. Das war unser Läppchen. So, den lassen wir jetzt ein bisschen ausbluten. Dann geht das in der Karre Montag weiter. Das ist so meine Idee. Und dann können wir mal gucken, wie der klingt, wenn er richtig das Öl drauf hat. Weil das Öl selber, du hast ja gehört, ne? Du hast gemerkt, dass er immer lauter wurde. Ja. Kalt ging das noch? Ich dachte, das ist bei den Dingern normal, dass das geklackert, ne? Ja. Oder ziemlich normal. Ja, ja. Der wird immer ein bisschen klackern, aber es wird schon laut. Ne? Mich hat nur die hier. Er hat wenigstens nicht untenrum geklackert, das ist schon mal ganz gut. Wenn auf jeden Fall die Lampe angeht, dann. Wenn die Öllampe bei 1200 angeht, haben wir unter 0,5 Bar. Ja, dann ist ne? Und dann machen wir den aus. Sicher. Ne? Ja, das ist richtig, natürlich. Ich glaube, Späne im Öl haben wir nicht, siehst du das? Nee, warum auch? Ich wollte nur gucken, wie in der Lagerschalen. Hm. Die können ja auf die Fresse gekriegt haben bei uns, ne? Also der kriegt von mir nur auf die Fresse, seitdem ich ihn hab. Nur! Ja, okay, ab und zu fährst du immer. Selten. Ja, ja. Der stand jetzt aber bestimmt fast anderthalb Jahre rum. Zwei Jahre. Ich habe ihn 2 Jahre lang nur geschoben. Einmal haben wir den laufen lassen, seitdem ich hier war. Ja, aber lief wie Rotze da. Also ja, fast, also gar nicht. Wir haben ihn dann weiter geschoben. Hast du auch gesehen, wie viel Öl da drauf war? Das war mehr als 5 Liter. Viel, ne? Mhm. Ich glaube auch, dass das mehr. 5 Liter? Kriegt der 5 Liter? Nee. Ja, vier schätze ich auch, ja. Aber war so vom Verdacht her sind jetzt hier. Harry macht sein Tor auf, aber, jetzt, wenn er Gurken kriegt. Aber der war bei maximal, also war nicht drüber. Nein. Ich habe ja geguckt. Aber auf jeden Fall hat er es nötig jetzt, ne? Also die haben den Peilstab frisiert, das kann natürlich auch sein. Weil die Karre hier, mit der kannst du richtig viel Scheiße bauen. Das Öl passt alles, guck mal, der hat sogar noch... Oh! Ein Bewohner. Siehst du, der wohnt hier drin, der sagt, was machst du für eine Scheiße? Lass mich in Ruhe. Das triffst du immer mit der Bude rum. Guck mal, der hat sogar die Aufnahme da für eine Kurbel, guck mal. Ja, die ganze Kurbel. Das Loch fehlt aber. Das stimmt, das ist modernere ist halt, ne? Ja. Aber der Motor muss doch nicht unbedingt aus dem 2107 stammen. Der kann ja auch vom 2103 sein oder sowas. Ja. Ne, denn das ist ja nur die Basis. Ist ja alles die gleiche Scheiße. Ich glaube, wenn du den jetzt von unten anguckst, das ist fast das Gleiche. Da wird nicht groß Unterschied sein. Ich finde den eigentlich okay von unten. Also ich finde den sogar rettbar tatsächlich. Ich schätze mal, wenn wir die Plastikspelle abmachen würden, würden sie auch noch einiges an Rost entgegenspringen. Ja, das ist dann, aber das ist auf jeden Fall mehr als eine Woche Arbeit hinzuschweißen. Die Frage ist, man müsste wirklich mal mit der Karre jetzt zum TÜV-Prüfer mal hinfahren und den mal fragen, sag mal, Alter, wie ist das, wenn ich auf dieses Auto TÜV haben will? Ist einfach nur mal erzählt, was Phase ist. Ja. Ne, also jetzt hier, ne, dass er geschweißt werden muss und so ist klar, ne, aber was daran jetzt, ne? Was daran fortschritt, weil der Motor selber ist ja auch, der ist so aufgemotzt, aber der ist ja auch fortschrittsmäßig. Ja. Weil ich würde die Karre voll feiern. Wenn du eine 21er Abnahme machst, dann kannst du, glaube ich, auch hier dieses Bodykit mitnehmen hier, ne? Guck mal hier, da kann kein Spoiler mehr hier, siehst du? Schweller sind weg, komplett. Da kann er mehr hinter. Das Bodykit ist dafür da, dass er noch Schweller hat. Oh ja, da ist nicht mehr viel. Ja? Ja, ich will ja jetzt auch nicht so viel dran rumfröseln, ne? Ja, klar. Da muss man eigentlich noch Löcher machen. Also ich sehe ihn wie unseren Corsa eher so als Sportgerät, ne? Tatsächlich. Den sehe ich eher als Sportgerät als Auto. Aber der ist besser als der Corsa von unten. Oh. Entschuldige, ich höre jetzt auf. Ich wollte nicht wehtun, entschuldige. Nicht. Wichtig ist, dass die noch in Ordnung sind. Die tragen die ganze Scheiße nämlich. Was? Knatsch. Oh, hört sich noch okay. Hört sich eigentlich okay. Hört sich schon komisch an. Ja, hör mal. Geil. Nee, das ist aber in Ordnung, kannst du reinfassen. Hört sich aber merkwürdig. Aber der ist hier ist er dicker als da. Ja, das macht der Klang. Das ist irgendwie ist ein Blech. Da auch? Ja, tatsächlich. Nicht mehr popeln. Nein, ich will auch. Ich kennst das ja, ne? Ja, ich kenn das. Hast du mal eine Lampe? Guck mal hier. Das war ich nicht.
Nee, das war vorher schon so. Ja, den zu schweißen ist ein Akt. Eine Lampe da vorne, ja, muss irgendwo liegen, ne? Ah ja, das sind keine Späne da unten, ne? Heb mal ein bisschen an, bitte, Helko. Hier ist Ende da. Das Öl absackt. Nee, keine Späne. Nein, alles super. Ja, du weißt das selber. Der hat nur auf die Fresse gekriegt in seinem Leben. Nee, das meinen wir, ja, wir haben auch einen Ramslappen genommen. Ne? Der hat sowieso schon genug, ja, genug Späne gefressen irgendwo, aber. Aber das, da ist jetzt aber die Lager sind in Ordnung. Darum ging das. Wenn wir jetzt in die Lagerschalen in den Arsch stellen, brauchst du kein Öl mehr drauf kippen. Wäre Öl zu schade für die Karre. Die Lappen liegen immer noch im Kadett, ne? Ja. Die können wir auch mal rausholen. Die können wir holen, ja. Jetzt ja, jetzt mein Universallappen, ja. Jetzt ist er am Ende. Jetzt ist er tot. Alter, wie viele Autos habe ich damit sauber gemacht? Weißt du, auf jetzt so beim vom Lackieren, was ist eine Vorbereitung? Warum der denn? Der lag sogar einmal schon in der Mülltonne. Ja, er hat ihn wieder rausgeholt. Der geht doch noch, Alter. Wieder hingelegt hier. Du, den sehe ich als Sportgerät. Ne? Weißt du, was ich mit dem Auto gerne machen möchte? Ich würde den gerne als Drifter nehmen. Weißt du, bei diesem Driftrennen. Weißt du, hier Differential schweißen. Weißt du, dass der gleich läuft. Ne, und dann los geht's. Aber das kannst du gar nicht mal aufmachen, kann man gar nicht aufschrauben, siehst du das? Der hat nur hier Füllschraube, Ablassschraube. Und der hat keinen Deckel. Doch, kann man vorne kannst du aufmachen. Doch. Von hier, ja. Ja. Aber von hinten wäre es ein bisschen einfacher, ne? Von hier können sie, ja, von in der Tat. Ganz wenig nur. Du hast ja gesehen, wie viel Potenzial der hat, wie viel Dampf der hat, wenn der Bock hat? Ja, der hat richtig Lust. Der hat Lust. Ja, das ist eine Hammerkarre. Haben wir auch gesehen, ne? Ja, die wird ja einer gebaut haben, weißt du, dass er auch was kann, so, weißt du? Ist das hier so nass? Keine Ahnung, vielleicht die Achse undicht hier, und da sifft da Öl raus. Hat er eben zugeschmiert, glaube ich, die Geschichte. Da siehst du das? Das hier auch so geklebt? Nee, hier nicht, guck. Da nicht? Ja, ja. Da schon, hat er was geklebt. Und hier, der ich glaube, der hat den Handbremse als heute rein. Die Handbremse ist aber noch top, erstaunlicherweise. Ja. Die geht noch. Ja. Ach, guck mal, jetzt haben wir Leerlauf. Jetzt kommt das Öl runter und dann können wir mal am Montag gucken, wie er dann so klingt, wenn das gut ist. Und dann können wir nochmal eine Runde ballern damit. Ich fahre den Karre. Ich habe den schon immer gesehen. Ich habe den damals im Internet gesehen, war der für 700 Euro drin, ne? Garantia. Wie von ranzig. Aber ich musste ihn damals einfach haben. 700? Mhm. Boah, hast du auch bezahlt. Ja. Okay. Ist auch kein Euro runtergegangen. Aber ich fand, ja, kein Euro, aber ich fand den geil, weißt du, ich hab den gesehen im Internet, weißt du, der ungarischen Papieren, weißt du, und hab gedacht, Alter, die Karre, das ist doch genau meine. Ich hab den Film gesehen auch, den Video. Und dann hab ich keine andere Karre verkauft zu der Zeit, ne, da ich schon Geld über hatte. Ja. Und dann hab ich gesagt, was kauft den, was soll's, und stell mir ihn einfach nur in die Ecke. Diese typischen Projekte wieder, Plymouth erstmal kaufen und in der Ecke stellen. Ne? Und ich sehe diesen hier so als Sportgerät, weißt du, also ich sehe den nicht mit TÜV eigentlich. Den sehe ich so als Sportgerät. TÜV muss nicht sein, ne? Ja, TÜV ist viel Arbeit, Alter. Und dann haben wir immer noch einen Lader, der ist auch nichts wert dann. Ja, ne? Ist, ne? Dann wieder fahren, wäre ganz cool, ne? Aber so als Oberratte, ne? Aber ist die Frage. Aber wir können den mal so herrichten, dass er in Deutschland verkehrssicher ist. Dann können wir den wenigstens mal Probe fahren. Ja. Mit Kennzeichen, das würde gehen. Sieht alles gut aus. Da ist nichts. Der ist in Ordnung, der Kollege. Gut, Leute, würde ich mal sagen, wir sehen uns Montag wieder im Video. Dann geht nämlich die ganze Geschichte weiter, die ganze wilde Blattmobil-Geschichte, weil wir haben jetzt einen Leerlauf, wir haben einen sauberen Motorlauf, wir haben eine gute Annahme und wenn das Ding ein ordentliches Öl drauf hat, wird es dann 10W40 auf dem Fahrzeug noch haben, dann läuft die Karre. Oh, ist schon so viel passiert hier jetzt, also in den letzten halben Stunde, aber das kann ich auch noch nicht zeigen. Harry ist gerade am Tüdeln da hinten, weil ich zeige das mal irgendwie doch weiter da hinten. Harry hat seine erste Lieferung vom Museum gekriegt, aber Philipp ist gerade am Tüdeln. So, haut rein, munter!